Hey Leute, willkommen zurück zu Striving for Light. Weiter geht's. Und es gab, da denkt man sich nichts Böses. Und es gibt ein Update mit einem, irgendwie kann man jetzt Monster jagen, man kann NPC retten, so als, ich glaube, so als Mini-Event gibt es das im Spiel. So ganz genau habe ich das jetzt auch noch nicht verfolgt. Es gibt jetzt Gambling, es gibt jetzt kein Light Limit mehr. Oh Mann, mein Gott, es könnte fast so sein, als würde mir irgendwer zuhören. Naja, gut, aber so genau habe ich mir das noch nicht angeguckt. Es gibt jetzt, glaube ich, auch zwei Winterwaffen, soweit ich das gesehen habe. Ich habe das jetzt nur ganz schnell überflogen, weil generell schaue ich mir das im Spiel lieber selbst erstmal an oder guck mal. Ich mag halt diesen Überraschungseffekt, wenn was Neues kommt, will ich da erstmal lieber selbst drauf stoßen, so generell. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht so großartig verfolgt. Gut, also, wie sieht das denn jetzt hier aus? Wir haben jede Menge Punkte. Und die würde ich halt auch gerne irgendwo reinpacken. Also ich könnte natürlich eine Verbindung hierhin machen, aber das ist irgendwie... Es wäre schon ein bisschen verschwendet, wenn ich jetzt dieses Gems hier, diese Shard of Conjunctions, Shards of Conjunctions in Übermaß hätte, dann würde ich das sogar machen, aber ich habe jetzt eh nur noch 5 Stück. Ich hebe mir die lieber für ein paar wichtigere Sachen auf. Ansonsten, so, Projectile Multiplicator, ja gut, 18, 15,1 und 15 würde ich jetzt nicht machen. Ich bräuchte erstmal wieder mehr Energy Regen. Das wäre, glaube ich, eine Dodge Regen. Könnte man mitnehmen und dann... Ja gut, ne? Ich müsste schon eine Menge Punkte da hier rein investieren, um dann hier rüber zu kommen, um dann hier an die Energieregeneration dran zu kommen. Ob das jetzt so lohnenswert wäre, ich weiß nicht. Schwierig. Schwierig. Gut, hier hätten wir auch noch mehr davon, aber da könnte ich von da aus nicht hin. Auf der anderen Seite könnte ich dann hier lang. Double Hit brauche ich halt mal so ganz und gar nicht. Meteor Cast, ja, nee. Wobei, auf der anderen Seite gilt das denn auch für diese Konstrukte? Können die das auch triggern? Da steht zwar Your Range Attacks. Ich glaube, das geht nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu stark. Würde ich jetzt mal so drauf tippen. Aber wer weiß. Deswegen würde ich das jetzt erstmal nicht so ausprobieren, rumprobieren. Es ist halt gerade schon so ein bisschen schwierig. Das hier oben wäre schon eine Option irgendwie. Max Energy wäre ganz okay. Exploding Dodge bräuchte ich jetzt nicht wirklich. Max Endurance ist mir relativ egal. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir machen das dann so. Gehen dann hier lang. Exploding Dodge würde ich dann vielleicht sogar auch mal umwandeln. Leben nehme ich auch. Energy Regen haben wir jetzt hier. Dann können wir... Brauchen wir das eigentlich schon? Wir haben da noch ein bisschen Luft. Also bräuchte ich jetzt auch noch nicht mal so direkt. Ich glaube, wir belassen es erstmal dabei. Sammeln weiter Punkte und gucken, dass wir dann irgendwo anders dann auf Energy Regen ja, dahin kommen. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Mountain Peaks. Plus 90% XP. Light Drop plus 70%. Das sieht doch alles ganz gut aus. Map Shard Drop Rate hätte ich auf jeden Fall auch gerne mal wieder ein paar mehr. Das sieht schon ganz nett aus. Boss Amount. Verdammtes Gehuste. Enemy Damage. Movement Speed plus 40%. Okay. XP Bonus plus 160%. Jetzt wird's interessant. Light Drop Rate. Das hier schon eher. Wow, das ist aber echt schon... Bosse haben plus 140% Lebenspunkte. Gegner haben plus 90% Lebenspunkte. Plus 3 Bosse? Plus 50% mehr Gegner? Enemy... Ich weiß ja nicht. Das hier sieht hier schon wesentlich... sieht humaner aus. Zumindest was diesen Zusatzschaden angeht. Ich glaube, ich würde eher sowas nehmen wollen. Eternals, ich glaube... Ja, ich glaube,
Verstärken tue ich das jetzt erstmal nicht. Davon haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Könnte halt die Karte mal umwandeln. Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Was haben wir hier? Forest. Kann man nehmen, auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt das hier. Schon wieder 5 Minuten um und ist nichts passiert. Oh, hallo. Das ist super mit euch hier. Eieieiei. Ja, und irgendwie diese Damage-Numbers werden jetzt auch anders angezeigt. Nicht, dass ich da jemals großartig drauf geachtet hätte, aber hey, bisher ist okay. Ja, ich sag jetzt nicht, dass das irgendwie was Schlechtes wäre, aber hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Wir haben ja so viel Attack Speed, deswegen habe ich jetzt auch erstmal wieder auf Energy Regen geguckt. Nicht unbedingt aus dem Grund jetzt zu sagen, okay, dann können wir direkt wieder den Schaden erhöhen. Sei es über Projektile oder generell über mehr Schaden, sondern einfach mehr Attack Speed, mehr von diesen Dingern hier hinsetzen. Gut, dann hätten wir das auch schon mal. Das nehme ich auch alles sehr gerne mit. Ja gut, ich komme da jetzt noch ein einziges Mal drauf zu sprechen. Die Sache mit dem vergangenen Light Limit. Es kommt halt drauf an, wie man sowas dann wieder einbaut ins Spiel, ne? Also es kann halt durchaus sinnvoll sein. Aber mir sind halt so in den letzten 30 Jahren so viele Sachen begegnet, die irgendwie, wo ich mir dann dachte, bei manchen Spielmechaniken, warum? Wer deckt sich sowas aus? Wobei, das hier war noch eher, das war noch harmlos. Sowas kann durchaus sinnvoll sein, wenn, ich habe es letztes Mal gesagt, wenn das dann wirklich begrenzt ist, dann muss man sich überlegen, ob man das jetzt weiter sammelt oder ob man das für was anderes ausgibt, wenn es dann da keinen Händler gibt auf der Karte oder irgendwie ein Portal nach Hause. Aber generell so, dann auch für Karten, wo es das nicht gibt, ist das halt im Prinzip überflüssig. Aber das wurde ja jetzt geändert. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Gut, manch einer wird jetzt auch denken, von was für ein Kleinkram redet der denn da? Aber das ist gar nicht mal so ein Kleinkram. Das kann halt schon echt einen Unterschied machen. Ich habe in der Vergangenheit schon so viele Spiele gesehen, die generell schon super waren, aber die teilweise so Sachen da drin hatten, wo man sich gefragt hat, Warum hat das irgendwer da reingemacht? Ich verstehe es nicht. Das ergibt so keinen Sinn. Beziehungsweise es macht das die besser. Aber gut, das nur noch kurz. Ganz kurz zum letzten Mal dazu was. Ich finde das schon wichtig. So langsam kann ich mich auch mal ein bisschen mehr hier auf, was heißt ein bisschen mehr darauf konzentrieren, aber ein bisschen mehr hier auf Sachen sammeln zu konzentrieren, weil wir jetzt auch die entsprechenden Modifier bekommen, beziehungsweise prozentual die etwas höheren Sachen jetzt schon. Und dann kann man natürlich auch mehr abgreifen. Na komm schon her. Ja, wo ist er denn? Oh Gott, das ist ja jetzt schon ein bisschen durcheinander wieder.
aber alles kein Problem soweit. Ich schaffe noch die 100. Ich bin guter Dinge, ich schaffe die 100. Also mit dem, was ich hier bisher habe, da müsste schon mit dem Teufel zugehen. Das ist dann hier schon so ein bisschen Easy Mode. Oh, hallo. Part of Power. Ich glaube, einfacher kann man sich das hier auch schon fast nicht mehr machen, ne? Was die Spielweise angeht. Sei denn irgendwie sowas wie in anderen oder wie in Action-RPGs, wo man dann irgendwie was mit Dornen hat, wo man eigentlich nichts macht, man wird angegriffen und die kriegen dann Schaden. Das ist halt die einzige Möglichkeit, irgendwie noch weniger zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das hier in irgendeiner Form bisher möglich ist. So ein Dornschild. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber das wäre schon ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Wer daran Spaß hat, ich... Keine Ahnung. So, kommen wir da irgendwie dran? Ja, da kommen wir dran. Okay. Verdammt. Gut, die machen jetzt hier aber auch nicht so viel Schaden. Wir haben halt auch schon so viel Herzen. Aber so langsam wird es, glaube ich, dann auch mal wieder Zeit, hier so ein bisschen den Schaden zu erhöhen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dadurch, dass die Konstrukte halt... Also die Geschosse fliegen halt auch nicht so schnell. Bis die dann wieder schießen und bei schnellen Gegnern ist das halt extrem schwierig, die manchmal einfach zu treffen. Dem kann man eigentlich nur so wirklich über Schaden beikommen oder vielleicht noch über mehr Projektile. Gerade Gegner, die dann sehr schnell hinterherkommen. Sei es, weil sie einfach schnell sind oder weil sie halt chargen. Ich glaube, heute machen wir aber nur eine Karte, weil momentan ist das halt echt alles ein bisschen schwierig wieder. Ich habe hier schon wieder so viele Spiele rumliegen. Und ich komme nicht dazu, Videos dazu zu machen. Ich schaffe es ja nicht mal regelmäßig, meine eigentlich zu den Let's Plays Videos zu machen, zu denen ich gerade welche machen möchte, so täglich. Gut, mal gucken. Also, auf jeden Fall Lightning Staff. Ich habe halt schon mal überlegt, ob ich vielleicht sowas mal nehme. Ich will das jetzt einfach mal hier testen, aber ich glaube, ich weiß nicht. Kann man halt auch nehmen. Ist das jetzt besser als noch mehr Projektile? Ich weiß es nicht. Gut, wenn da Gegner hinter sind, natürlich, ja. Ich will aber auch gerade noch mal kurz hier was gucken. So, das waren 13 Damage, das waren 10 Damage. Attack Speed ist 0,8. Er hat halt auch noch mehr Attack. Ich nehme jetzt mal, ich probiere jetzt mal was anderes aus.
muss da auch mal kurz drauf achten. Teilen die sich denn auch dahinter noch auf? Na gut, das wäre ja aber schon mehr... Ja, nee, ich glaube, ich bleib doch hierbei erstmal. Schon allein des Schadens auch wegen... Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ja gut, wenn natürlich weniger Projektile treffen, dauert das alles schon wieder ein bisschen länger. Oh, hallo. Mit so viel habe ich hier oben jetzt aber auch nicht mehr gerechnet. Okay, da wird es schon direkt zum Boss gehen. Das schenken wir uns erstmal. Ansonsten haben wir hier sonst... Gut, wir können zurück. Wir haben jetzt hier 11 Light, aber ich würde halt erstmal sammeln. Gerade im Kontext oder im Zusammenhang mit... dass halt für diesen Baum immer mehr Leid gebraucht wird. Da müsste man halt auch immer öfter hinlaufen, ohne dass irgendwas passiert mit der Zeit. Das wäre halt auch nicht so cool gewesen. Hallo. Okay. Es ist schon, teilweise wird das schon schwierig, hier so ein bisschen den Überblick zu behalten. Man muss halt echt eigentlich schon standardmäßig immer so ein bisschen Movement Speed haben. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich schon besser, direkt Movement Speed da im Baum mitzunehmen. So, Range Construct, Energy Region. Ja, das ist natürlich klar. Das ist natürlich absolut klar, was wir da nehmen. Das lassen wir halt... Ist halt nur die Frage, will ich das schon benutzen? Das gibt's halt auch, haben wir halt bisher noch nicht so oft gefunden. Deswegen würde ich, ja, sollte man vielleicht so ein bisschen in der Hinterhand behalten. Als jetzt schon zu sagen, okay, das werde ich direkt dann schon hier reinpacken. Ist halt die Frage, warum... Oh, das hat aber gerade ganz schön gehangen. Da hat sich gerade... Ich habe hier drauf geklickt, nichts passiert. 5 Sekunden später hat es dann reagiert. Projectile Damage Cutting... Hä? Hatte ich nicht? Ich habe doch hier... Was? Bin ich jetzt blöd? Aber ich hab doch, da haben wir auch noch Leid. Das nehmen wir natürlich dann auch direkt mit. Ich hab doch hier gerade eben Energy Region ausgewählt. So zum Mitnehmen. Ich hab das doch auch aufgesammelt, oder? Es kann ja nicht sein, dass es unter was anderes... Ach, das fällt unter was anderes, okay. Okay, wir haben sogar 3 davon. Ich dachte halt echt, das würde... hier drunter fallen. Gut, bisher habe ich halt auch nur unter den beiden Sachen hier eigentlich immer geguckt. Das hier, okay, das sind dann halt noch die anderen Sachen und generell... Okay, wir haben 3 davon. Gut. 18, 15, 7, 15. Ja, ich hätte gerne zumindest einmal noch so Energy Regen hier mit drin. Dann könnten wir mal überlegen, mit irgendwas wieder den Schaden weiter zu erhöhen. Projectile Multiplicator. Ob das jetzt noch so sinnvoll ist, ich weiß ja nicht. Ich würde das eher... So, wenn wir das jetzt hier dran setzen, dann nehmen wir das mit. Dann haben wir jetzt hier noch Projectile Damage. Setzen wir jetzt hier dran, nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir hier auch noch Energy Regen. Ja, das passt ja super. Das hat sich auf jeden Fall jetzt gelohnt. Gut, 3 Punkte haben wir noch. Wo wir die jetzt reinpacken, ist halt... Das ist halt gerade so eine Frage.
Okay, also. Ich glaube, ich spare mir das erstmal. Und ja, wir sparen uns die 3 Punkte erstmal. Gehen jetzt zum Boss. Und gucken mal, was wir auf der nächsten Karte dann noch bekommen. Nächstes Mal. Und dann werde ich vielleicht direkt da weiter das weiter so machen, dass ich da Sachen dran packe, anstatt irgendwie schon vorgefertigte Wege hier zu nehmen. Das ist, glaube ich, jetzt gar nicht mal so verkehrt. Okay. Ah, der hält jetzt schon ein bisschen mehr. Ich laufe da natürlich wieder voll durch. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Probleme mit diesem Gestänge. Gut, den Hammer brauchen wir auf keinen Fall. Und ja, wie gesagt, von diesen ganzen anderen Sachen. Das sieht jetzt alles nicht so gut aus. Hier hätten wir nochmal Energy Regen. Hier auch und hier auch. Das wird sich wahrscheinlich wirklich dann am ehesten lohnen. Die Frage ist halt, ich könnte halt jetzt auch ein paar Sachen umwandeln. So ist es ja nicht. Wenn wir das jetzt zum Beispiel so machen. Movement Speed nehme ich auf jeden Fall mit. Double Hit brauchen wir nicht. Das wird aber generell schon Projectile Damage. Okay. Ja, ist durchaus auch wieder so eine Sache, ne? Die Frage ist halt, wir haben jetzt noch 2 Punkte. Ich würde jetzt erstmal noch mal ein bisschen warten, bis wir genug haben, um dann auch hier hinkommen zu können. Und dann werde ich vielleicht noch mal Meteor Cast umwandeln. Dodge Regen lassen wir. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich mache das jetzt trotzdem schon mal. Energy Regen. Ja gut, das können wir dann schon direkt mitnehmen. Ja gut, das passt ja wunderbar. Okay, 18, 17,5. Also Max Energy müssten wir bald auch mal wieder erhöhen. Aber bis hierhin sieht das doch ganz okay aus. Könnten wir hier direkt auch mitnehmen. Leben bräuchten wir jetzt zwar noch nicht, aber könnten wir. Ansonsten 13 Light. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal weiter sammeln. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.